Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Pharmarama Crew. Heute kommen wir mal wieder zu einer Eventvorstellung, nämlich zum Feuerwerkssinfonie. Es startet am 30. Dezember um 14 Uhr und endet am Mittwoch, den 4. Januar um 14 Uhr. Ich würde sagen, wir schauen uns das Event mal an. Also, wie kann ich das Event betreten? Also einmal über die News-Seite, über den Layer, über die Event-Uhr oder über die Farmhalle. Bei diesem Event wird es leider keinen Eventplatz geben, sehr schade. Jetzt kommen wir auch schon zu den zwei Eventpflanzen. Ja, es gibt wieder zwei Eventpflanzen. Einmal Blütenfeuerwerk, die dauert 8 Stunden und bringt 112 EP. Außerdem gibt es noch die Feuerwerksblume, die ich noch nicht kenne. Das ist eine Pflanze, die 8 Stunden dauert und bringt 112 EP. Und anpflanzbar ist im Hauptacker, Wilde Wiese und in der Waldlichtung, also nicht in Pharmarama. Finden wir ein bisschen schade, aber ist jetzt nicht wirklich ein bisschen doof schon wegen dem Trop, aber wegen den Pflanzen, das ist machbar. Man braucht insgesamt von beiden 6670, glaube ich. Und dann kommen wir auch schon zum Trop-Item, das ist nämlich der Zunder. Trobt auch dann nur aus dem Hauptacker, Wilde Wiese und in der Waldlichtung. Und außerdem gibt es noch im Farmshop diesen Zunder zu kaufen. Einer kostet 2, 60, 85, 120, 150 und 180, 200. Und man braucht insgesamt 600 Trop. Ist schon eine ordentliche Menge. Dann kommen wir zu den Eventkörben im Shop. Es gibt einmal den Feuerwerkskorb klein für 2 Euro, den Feuerwerkskorb mittel für 5 Euro und den großen für 10 Euro. Wer sich jetzt genauer durchlesen will, kann das Video kurz stoppen. Dann kommen wir schon zur Farmhallenquest. Ja, es gibt insgesamt 4 Stufen, und nee, 5 Stufen gibt es, glaube ich. Dort muss man verschiedene, halt immer eigentlich nur die Trop-Item und die beiden Eventpflanzen abgeben. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu den Belohnungen, Nebenpreise. Superdünger gibt es zum Beispiel, Sticker, Moospene EP, dann noch Susis Turbodünger, Susis Superdünger und es gibt noch natürlich Item, aber diesmal ein Upgrade-Item, da kommen wir später noch dazu und natürlich Sterne. Ja, und dann kommen wir noch zur zweiten Seite. Hier kriegt man zum Beispiel noch Superfutter, Bananen, goldene, ja. Das war eigentlich das Grundsätzliche. Man muss überall nur Zunder, Blütenfeuerwerk und die Feuerwerksblume abgeben. Ist auf jeden Fall machbar. Muss nicht alles holen, wenn man nicht alles haben will. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Dann kommen wir schon zu den Eventstickern und den ersten Item, das ja ein Upgrade ist. Hier sehen wir einmal den Eventsticker. Der sieht richtig geil aus mit so einem Feuerwerk im Hintergrund. Und ein Schaf, das jubelt, das 2017 ist. Dann kommen wir zum Feuerwerk, das erste Upgrade, das wir hier links sehen, bringt alle 18 Stunden 500 EP oder Barmer EP. Dort wird es noch kein Effekt zu sehen sein. Erst beim zweiten, dort ist dann ein Effekt zu sehen, das bringt dann 700 EP oder Barmer EP. Und dort sieht man schon den ersten Effekt. Dann das kunterbunte Feuerwerk, da gibt es dann schon 2 Effekte. Dauert dann 20 Stunden und bringt 900 EP oder Barmer EP. Und jetzt kommen wir zu den zwei besten Feuerwerken, die sind natürlich ganz am Ende der Questreihe zu holen. Das ist nämlich einmal das krachende Feuerwerk. Dort kommt so ein Kleeblatt und ein Hufeisen, auf jeden Fall sehr nice. Bringt alle 21 Stunden 1200 EP oder Barmer EP. Und dann das letzte Upgrade, das ist das frohe neues Jahr. Ja, und das finde ich einfach mega geil. Da kommen auch die zwei Effekte und dann am Ende kommt noch das großartige 2017, ist auf jeden Fall richtig geil gemacht und wir hoffen, dass wir das Item holen können. Und der Preis ist auch richtig geil, bringt alle 72 Stunden 5000 EP oder Barmer EP plus ein Farmwild-Dreh, auf jeden Fall richtig geil. Ja, und jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei diesem Event mitmacht, das interessiert uns natürlich auch. Wir werden auf jeden Fall mitmachen und werden dann auch ein Fazit dazu wieder machen. Ja. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!